Newtopia, das größte TV-Experiment aller Zeiten. An dieser Stelle war der Lärmschutzwall. Und zwar 200 Meter in die eine Seite und 263 Meter in diese Seite. Der Wall wurde errichtet, geschätzte Kosten 55.000 Euro. Er wurde nicht bezahlt und dann auch noch gestohlen. An dieser Stelle, Container City, ehemals Newtopia. Die Fläche wurde durch mich hergestellt. Ich habe die Arbeiten ausgeführt. Sie wurden für gut befunden und abgenommen. Die Rechnung dafür ist unbezahlt. Ein weiteres Gebäude vor dem großen Sendesaal habe ich an die Produktion Newtopia vermietet. Die vereinbarte Miete ist leider nicht angekommen und wurde wahrscheinlich auch in einem Schubfach vergessen. Liebe Leute, geht suchen, findet die Belege und lasst uns abrechnen. Wir befinden uns hier auf dem Newtopia-Gelände. Ich glaube, hier war irgendwo mal ein Teich gewesen. Du hilfst mir ja ein bisschen bei der Aufarbeitung der Vorkommnisse. Erzähl doch mal, wie hilfst du mir denn eigentlich? Bei diesen Insolvenzen, die wir bisher schon kennen, sind immer wieder Rechtsmängel aufgetreten. Und diese Rechtsmängel erforschen wir nun wissenschaftlich und bringen die Dokumentation in der Deutschen Nationalbibliothek und über etliche YouTube-Kanäle, damit die Öffentlichkeit von diesen Rechtsmängeln erfährt. Also es ist eine ganze Menge schon passiert. Wir haben sehr gut dokumentiert, wir haben viel bearbeitet, wir haben Videos gedreht und es wird einen Film geben. Ja? Und in diesem Film werden wir alles darstellen. Wie hat sich denn Newtopia zusammengefunden? Wie kam es zu diesem Standort? Was ist danach passiert? Welche Absprachen gab es? Wie wurde gedreht? Wie hat sich der Zuschauer gefühlt, als er sozusagen ein bisschen verarscht wurde? Es, das größte Experiment aller Zeiten, das größte TV-Experiment aller Zeiten, so hat damals Sat.1 gesprochen. Nichts wird geskriptet, alles ist erlaubt und hinterher gibt es die große Pleite für alle und auch für mich. Und damit diese Pleite dann einen nachhaltigen, sagen wir, Eindruck hinterlässt, werden wir diese komplett aufdecken und sämtliche Sachen, die damit in Zusammenhang stehen und sämtliche Rechtsmängel, die sich in unserem System momentan befinden, kann man überhaupt in diesem System Recht bekommen? Oder braucht man ganz viel Geld und kauft sich sein Recht? Das sind alles so Fragen. Und wer kann denn überhaupt klagen? Und braucht man denn ganz, ganz viel Geld, um erstmal an sein Geld ranzukommen? Kann denn ein Sender wie Sat.1 einfach durch Macht und durch Medienmacht und durch Geld gewinnen? Und wie funktioniert denn unser Land überhaupt? Sind wir überhaupt eine Demokratie? Gibt es einen Rechtsbankrott? Das sind alles Fragen, die ich mir stelle. Und dabei hilft mir das Institut für Rechtssicherheit natürlich bei der Bearbeitung dieser Fragen. Jürgen, nochmal das Wort zu dir. Ja, also Filmindustrie und Justizindustrie haben sehr viel gemeinsam. Hinter den Kulissen passiert immer was ganz anderes, als der Zuschauer denkt. Diese Fragen, die arbeiten wir alle wissenschaftlich auf und die werden sich in der Nationalbibliothek als komplettes gesammeltes Werk wiederfinden.